Ja, Heimrennen ist immer was ganz Besonderes. Ich komme immer sehr, sehr gerne zurück hier in den Hockenheimring. Saß damals hinten auf der Tribüne und habe die ersten Rennen live geschaut, als ich noch Go-Kart gefahren bin, und habe mir gewünscht, eines Tages fahre ich auch hier Rennen. Und das ist jetzt ja auch schon ein, zwei Tage her. Und Motivation ist zu Hause natürlich sehr groß, aber die Motivation ist bei jedem Rennwochenende groß, das Maximum rauszuholen. Ja, ich bin hier im Hotel tatsächlich in Heidelberg, in der Innenstadt. Ich glaube, ich hätte es von meinem Elternhaus kürzer morgens zur Rennstrecke. Aber ich finde es einfach schöner, beim Team zu bleiben. Und außerdem in der Innenstadt kenne ich noch das ein oder andere gute Restaurant. Und da kann man sich dann auch abseits der Rennstrecke nochmal mit Freunden aus der Heimat treffen. Deshalb bin ich lieber direkt in der Innenstadt im Hotel diesmal. Ich würde sagen, Streckenvorteil habe ich hier leider keinen. Es ist zwar eben um die Ecke von zu Hause, aber im Endeffekt bin ich hier nicht öfters gefahren als zum Beispiel an einem Nürburgring oder an anderen Rennstrecken. Es ist halt eine besondere Kulisse normalerweise, dieses Mal ja unter Ausschluss der Fans. Die müssen dann vom Fernseher um die Ecke quasi hier dann die Daumen drücken. Aber ich kenne die Strecke sehr, sehr gut. Ich bin hier viele Tests früher auch schon gefahren, im Formel BMW damals. Und habe immer sehr gute Erinnerungen auch in den Hockenheimring. Ja, ich glaube, generell ist es dieses Jahr ein bisschen schwieriger für uns. Hockenheim, denke ich, ist okay, um sozusagen die langen Geraden sollten uns ganz gut passen. Wir waren heute die schnellsten Autos im Topspeed, was immer schön ist und macht es ein bisschen einfacher zu überholen und ein bisschen schwieriger überholt zu werden. Aber ich denke, speziell im Qualifying werden wir uns da schwer tun. Aber wir sind, wie gesagt, top motiviert und versuchen natürlich trotzdem das absolute Maximum rauszuholen. Ja, genau richtig. Ich meine, wir waren vom Anfang an sehr, sehr gut unterwegs. War selbst überrascht eigentlich, dass die Basis-Setup so gut funktioniert hat. Wir haben dann noch ein paar Testpunkte abgearbeitet und die haben auch extrem gut funktioniert. Mal schauen, wie es morgen ist im Quali. Ist ja natürlich wieder ein Stück kühler, als was wir heute gefahren sind. Deswegen sind ja wieder andere Bedingungen. Da müssen wir auch schauen, wie die Reifen und Auto reagiert. Da ist jedes Setup ein bisschen anders aufgestellt. Ich glaube, wir sind gut, wenn es warm ist. Und es ist ja noch ein Fragezeichen, wie es dann morgen läuft. Ja, also letztes Jahr war ganz besonders für mich auch, weil ich meine erste Pole Position seit, keine Ahnung, zwei oder drei Jahren geholt habe. Und seitdem läuft es eigentlich ganz gut im Quali. Deswegen kommen wir mit guter Motivation zurück an Hockenheim. Und ja, direkt wieder mit einem starkes Auto, starkes Paket von dem ganzen Team. Das macht mich extrem stolz, dass die so weiterarbeiten. Und das ist natürlich wichtig, dass wir hier am Wochenende gut punkten, dass wir die Meisterschaft noch spannend halten für die Fans.